Die AfD ist zu demokratischen Wahlen zugelassen. Sie kann Mandate erringen, sie ausfüllen, hat alle parlamentarischen Rechte. Sie profitiert aus der Parteienfinanzierung. Nur auf eines hat sie wie alle anderen Parteien auch kein Anrecht, nämlich dass politisch mit ihr kooperiert wird, dass sie Teil der Mehrheiten vor Ort sein muss. Und genau hier stößt Friedrich Merz rein und sagt jetzt, dass seine CDU vor Ort eben doch mit der AfD nach Mehrheiten offenkundig suchen kann. Und das ist der Tabubruch. Herr Merz hat eine Viertelstunde gestern über die AfD geredet. An die breite Mehrheit der Gesellschaft, an deren Fragen zu Lohn, Wirtschaft, Fachkräfteeinwanderung, hat er keine Worte verloren. Wir reden über die wenigen im Land und vergessen dabei die vielen, die sich langsam die Frage stellen, ob man hier eigentlich AfD wählen muss, damit die eigenen Probleme auch mal besprochen werden in der Gesellschaft. Danke.